Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bundesregierung und die Große Koalition planen eine Reform des Bundespolizeigesetzes. Und in einem ersten Entwurf für die Novelle dieses Gesetzes tauchte auch eine neue Ermächtigungsgrundlage auf für automatisierte Gesichtserkennung an Verkehrsknotenpunkten durch die Bundespolizei im öffentlichen Raum. Und um das gleich vorweg zu sagen, viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und wir Freie Demokraten sind gegen flächendeckende automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, weil das nicht zu einer freiheitlichen Demokratie passt und weil es eher in totalitäre Regime passt, wenn der Staat nachvollziehen kann, wo sich alle Bürgerinnen und Bürger aufhalten. Und da Sie gerade schon die Zähne fletschen bei der Union, weiß ich schon ziemlich genau, was gleich hier in der Debatte gesagt werden wird. Hier wird gesagt werden, die Bundespolizei sei auf die Nutzung dieser neuen Technologie angewiesen. Sie würde sie verantwortungsbewusst einsetzen. Und vor allem, wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten. So werden Sie es hier gleich darstellen. Ich will Ihnen aber dazu sagen, das passt überhaupt nicht zur Rechtslage. Und es passt vor allen Dingen nicht dazu, was das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 zu einem anderen Bereich der öffentlichen Datenerhebung im öffentlichen Raum entschieden hat, nämlich zur Kfz-Kennzeichenerfassung. Da hat das Bundesverfassungsgericht ganz eindeutig entschieden, dass schon die Erfassung der Daten im öffentlichen Raum die Bürgerrechtseinschränkung ist und nicht erst der Treffer. Und weil diese Entscheidung so schön ist, die das Bundesverfassungsgericht Ende 2018 dazu getroffen hat, will ich Ihnen noch eine andere Passage aus dieser Entscheidung vortragen. Ich zitiere: Zur Freiheitlichkeit des Gemeinwesens gehört es, dass sich die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich fortbewegen können, ohne dabei beliebig staatlich registriert zu werden, hinsichtlich ihrer Rechtschaffenheit Rechenschaft ablegen zu müssen und dem Gefühl eines ständigen Überwachtwerdens ausgesetzt zu sein. Das sagen Ihnen nicht irgendwelche weltfremden Bürgerrechtsfritzen von der FDP, sondern das sagt Ihnen das höchste deutsche Gericht. Und ich sage Ihnen, das, was für Kfz-Kennzeichen gilt, das gilt erst recht für Gesichter. Und deswegen sollte der Deutsche Bundestag ein Recht auf Anonymität in der Öffentlichkeit festschreiben. Und natürlich, meine Damen und Herren, gilt ein solches Recht nicht schrankenlos. Wer eine Straftat begangen hat, deswegen gesucht wird, wer gefährlich ist, dessen Identität muss durch den Staat in der Öffentlichkeit aufgedeckt werden können, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, um die öffentliche Sicherheit zu schützen. Und Sie werden hier gleich mit dem Modellversuch um die Ecke kommen vom Berliner Südkreuz, wo ja die biometrische Gesichtserkennung in der ersten Testphase ausprobiert worden ist. Und ja, in der ersten Testphase betrug die Fehlerquote gerade mal 0,5%. 0,5% Menschen, die einen Datentreffer bekommen haben, obwohl sie gar nicht gesucht waren. Aber wissen Sie, wie viel 0,5% an einem großen deutschen Verkehrsknotenpunkt sind? Am Frankfurter Hauptbahnhof in Frankfurt am Main 460.000 Fahrgäste pro Tag. Das sind 2.300 Treffer, die eigentlich keinen Treffer erlangen sollen. Meine Damen und Herren von der Union, Ihnen ist die Wirkung der Gesichtserkennung auf die Bürgerrechte im Allgemeinen egal. Aber dass Ihnen auch die Wirkung auf diese 2.300 Treffer egal ist, das sagt etwas über Ihren Wunsch aus, eine zweifelhafte, technisch unausgereifte Technologie einzuführen, ohne sich hinreichend damit beschäftigt zu haben. Und da sollte der Deutsche Bundestag hier ein Stoppschild aufstellen, meine Damen und Herren. Und die ganze Debatte über das Thema automatisierte Gesichtserkennung, die hängt ja nicht nur am Bundespolizeigesetz. Die hängt auch an der Berichterstattung über die App Clearview, die es in der letzten Woche gegeben hat. Eine App, die in den Vereinigten Staaten schon von Sicherheitsbehörden eingesetzt wird und mit der nach einem Gesicht aus dem öffentlichen Raum im Internet gesucht werden kann, wie in einer Suchmaschine. Das wäre das Ende jeder Privatsphäre im öffentlichen Raum. Und der Deutsche Bundestag muss deutlich machen, wir teilen die Skepsis der Europäischen Kommission. Es braucht ein Moratorium für die Verwendung solcher Applikationen und es braucht ein Recht auf Anonymität im öffentlichen Raum. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Thorsten Frei, CDU/CSU.